Willkommen zu Horse Tales auf der Nintendo Switch. Wir haben beim letzten Mal mit diesem Spiel angefangen und waren nur, ich will nicht sagen durchschnittlich begeistert, aber es hat so ein paar Schwächen, technische Schwächen, das Spiel, welche man ja auch noch sieht, und das Springen war auch nicht so optimal. Das haben wir hier geerbt bekommen oder wie auch immer. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Wir werden jetzt den hier fragen, was das hier soll. Mein Vater meinte, deine Familie hätte hier früher ein richtig gutes Zuchtgeschäft am Laufen. Aber wie du sehen kannst, nichts ist mehr davon übrig. Was ist denn hier passiert? Witterung, Alter und Nachlässigkeit. Deine Tante war kein Heimwerker. Alles andere war ihr wichtiger. Die Instandhaltung des Anwesens kam dabei zu kurz. Was soll ich tun? Es gibt viel zu tun, nicht nur auf dem Anwesen, sondern auf der ganzen Insel. Seit deine Familie sie nicht mehr instand hält, sind viele der Brücken und Rennstrecken zunehmend vom Verfall gezeichnet. Und sie und die Familie Felix, die deckten nur an sich. Wirst du mir helfen? Wo immer ich kann, machen wir es so. Du siehst dir... Ich muss mal ein bisschen wegmachen. Okay, ich wollte jetzt mal ein bisschen das weitermachen, aber... das ging jetzt nicht. Okay. Wir können jetzt einiges bauen. Und wir müssen jetzt darunter. Kann ich nur mit dem reden? Ne, kann ich nicht mehr. Okay, jetzt gehen wir aufs Pferd und müssen darunter reiten. Ich vermute mal, es geht hier runter. Meter. Wir haben schon in der letzten Folge ein wenig Holz und so gesammelt. Da blinkt sie auch. Das nehmen wir uns auch direkt alles mit. Oh, hier haben wir auch viel. Das nehmen wir uns alles mit. Stopp. Gehen wir wieder zurück. Ich kann sie nicht öffnen. Ich muss absteigen. Okay, dann steigen wir mal ab. Das ist Springen. Wie steige ich denn hier nochmal ab? Da muss man kurz... Ich kann hier, glaube ich, nicht absteigen. Ach so, da. Ich habe es gesehen gerade. Da habe ich es gerade gesehen. So. Okay. Ich werde erstmal kurz das hier zu Fuß einsammeln. Das ist ja... glaube ich, ein bisschen einfach. Die Kamera ist auch nicht so optimal. Ich glaube... daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Mein Problem ist, rechts unten, da seht ihr irgendwas blinken. Ich sehe das bei meinem Bildschirm nur so ganz, ganz schwach. Ich weiß gar nicht, was das ist. Deshalb muss ich mir das mal in der Aufnahme angucken. Ach du großer Gott. Was ist das? 32... Was sind da, Steine? Vielleicht. Ach, das war das Symbol da. Okay, ich habe gedacht, da wäre was eingeblendet gewesen. Das war das Symbol. Okay, ich habe es verstanden. Ich habe gedacht, das wäre noch irgendwie ein anderes Zeichen vom Spiel. So, Dickicht befreien. Wie mache ich das? Wie von Zauberhand. Auch immer so ein bisschen das Gefühl, mir stürzt gleich das Spiel ab. Den Pilz kann ich nicht sammeln, okay. Ich habe gedacht, ich könnte hier noch einen Pilz sammeln. Was haben wir denn da? Da haben wir auch noch ganz viel. Komme ich da hoch oder soll ich lieber absteigen? Ich steige mal lieber ab, bevor mir das Spiel abstürzt. Oder bevor ich irgendwo hängen bleibe. Ja, womit kann ich das Pferd denn füttern? Habe ich hier irgendwas? Ich kann ja schlecht Pilze sammeln. Aber vielleicht... erübrigt sich die Frage, wenn ich da unten angekommen bin.
Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin immer gewohnt, eine Aktion mit den A-Knopf zu machen. Hätten das noch mehr Holz, aber das lasse ich jetzt erstmal Holz sein. Ich werde mal hier runtergehen. Was sollen wir tun? Warum kannst du sprechen? Was für eine komische Frage. Warum soll ich ja nicht sprechen können? Okay, was willst du? Ich war auf dem Weg zum Hafen, um Benzin für meine Kettensäge zu holen. Jetzt hält ein Baum mich davon ab. Welch bittere Ironie. Wer bist du? Ich bin Matteo Travere oder Travere, der Mann hinter dem Baum und Sägemühlenbetreiber. Was sollen wir tun? Tust mir einen Gefallen und holst meine Benzinlieferung vom Hafen. Ohne das läuft meine Kettensäge nicht. Vielleicht kann ich eine Abkürzung über die Brücke nehmen. Schauen wir mal, ob Gabel sich schon repariert hat. Okay. Aber gerade ist doch gesagt worden, ich soll mal das Pferd füttern. Ich hätte mal kurz absteigen. Ich sollte versuchen, mein Pferd besser. Ich muss wissen, was sie gut kann, okay? So, Pferdestatistik. Pferde haben verschiedene Attribute, jedes mit eigenen Stärken und Schwächen. So, Kondition beeinflusst den Ausdauervorrat deines Pferdes und wie schnell es oder dieses regeneriert. Wendigkeit beeinflusst die Schnelligkeit deines Pferdes und seine Trägheit in Kurven. Kraft beeinflusst Galoppieren, Anhalten und Springen. Okay, wir müssen also, um besser springen zu können, Kraft erhöhen. Charisma beschreibt, wie viel Ruhm dir dein Pferd einbringt und Glück beeinflusst, wie viel Rohstoffe du unterwegs findest. Alles klar. Habe ich wahrscheinlich morgen eh wieder vergessen. Die Frage ist immer, ich sehe das Symbol wahrscheinlich links und rechts unten nicht. Wann der hier speichert und wann nicht. Ich werde es einfach gleich mal testen, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Also wenn ich die gleich beende, dann mache ich einfach mal irgendwie, dass ich ins Hauptmenü gehe. Und wenn ich dann nochmal neu starte und das fängt von vorne an, ist es ja nicht so viel. Bin ich aber auf dem richtigen Weg? Es gibt auch keinen anderen Weg. Okay. Ging es da rein oder ging es da runter? Ich glaube, nee, da ist Wasser. Da ging es auch nicht runter. Dann war das hier rechts. Also mein Pferd sehe ich gerade. Ich bleib mal kurz stehen. Das regeneriert sich gar nicht mehr. Ihr seht das da unten. Das heißt, ich kann auch keinen Galopp mehr jetzt reiten. Und deshalb müssen wir mal schauen, dass wir das Pferd irgendwie demnächst zur Ruhe kriegen oder füttern können. Ja, ich hab's gesehen, aber da ist so viel, das möchte ich jetzt erstmal sammeln. Wer weiß, ob ich nächstes Mal dran denke. Vielleicht erholt sich auch das Pferd in der Zeit, wo wir hier stehen. Und mal schauen, hat sich das Pferd. Weil füttern kann es ja nicht, sehe ich gerade. Führen kann es noch. Ich mach mal aufsteigen. Hat sich das Pferd regeneriert? Nein. Doch, hat sich. Okay. Es hat sich regeneriert. Das ist schon mal gut. Hier haben wir noch mehr Holz. Das nehmen wir direkt mit.
Also die Lenkung ist hier nicht so doll. So, sollen wir die Brücke zusammen reparieren? Ja, und jetzt, wie soll ich das machen? Ich steig mal ab. So, ich gehe jetzt mal hier hin. So, Wiederaufbau. Wir brauchen 25, was auch immer das ist. Ich guck mal. Haben wir das denn? Die Brücke sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Aber wir werden jetzt die Aufnahme hier beenden. Mal schauen, ob der gespeichert hat. Und ansonsten muss ich bis hierhin nächste Mal nochmal spielen. Ich mach mal die Kamera so und dann sieht man das Pferd und mich am besten. So, im Hintergrund haben wir noch diesen Kleinen da mit der Mütze und mit dem Zylinder. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.